Sascha und Marco sitzen schon. Habt ihr euch schon angeschnallt? Genau. Erste Frage für Sascha und Marco. Wenn mein Flieger um 17.30 Uhr in Frankfurt startet und ihr um 20.30 Uhr in Berlin losfliegt, wie viele Minuten dauert dann ein Film von 1,5 Stunden? Und los! So, jetzt lassen wir die erstmal drehen. Weil der Italiener, war ja ein bisschen langsam eben. Kopf anlehnen, Kopf anlehnen. Kopf anlehnen. Und stopp. Und abschnallen. Und los, los. Die Antwort! 90 Minuten! 90 Minuten! 90 ist Minuten! Ist richtig! Marco, du schaffst das! Also 1:0 für Sascha. In Europa gibt es 46 international anerkannte Hauptstädte. In welcher europäischen Hauptstadt findet man Prater und Stephansdom? Und los! Ja. So, jetzt lassen wir ein bisschen drehen hier. Wir lassen drehen, 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 drehen. Und stopp. Und abschnallen, losrennen, losrennen. Später. Wien! Die Antwort ist Wien. Wien ist richtig! Was ist das denn? Marco, willst du dich ausruhen? Ja, ich will ihm ein bisschen Vorsprung geben. Ja? Yes. Aber Marco, du musst aufstehen, nicht sitzen bleiben. Das habe ich noch nie erlebt bei einer Show. Ach, warte mal. Hat er sich überhaupt abgeschnallt? Ja, das habe ich gerade gekriegt. Also, das ist ja der krasseste Italiener, den ich je getroffen habe. Zeig, wo der Italiener hängt. Stehst du oder sitzt du? Also, okay, alles nee, klar. Ich bin gerade wach geworden. So, ein kleiner Scherz. So, nächste Frage. Der Franzose Georg Perez hat einen Roman geschrieben, in dem kein einziges E vorkommt. Welcher Buchstabe kommt in der deutschen Übersetzung Anton Foils Fortgang nicht vor? Und Kopf nach hinten lehnen und los geht's. Abschnallen! Los! Los! Renne! 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 I! Ein I! Ein I! Ja? Stopp! Oder ich hab dich falsch verstanden. I ist falsch. Jetzt I ist richtig! Jetzt wird's spannend. 2:1 für Sascha. Marco hat den ersten Punkt. Am Montag bin ich um 10 beim Friseur. Am Mittwoch treffe ich abends um 8 ein paar Freunde. Und am Samstag fahre ich um 11 in den Urlaub. Wen interessiert's? Wie viele Stunden hat ein Donnerstag? Sehr gut.
24 Stunden. 24, sagt Sascha. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Und das ist richtig! Ja!